Hey, da Tim wieder mit einer neuen Kurzrezension. Was kann die neue Spectral Wound? Black Metal Klassiker ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber Spectral Wound haben mit ihren ersten beiden Alben völlig reinrasiert. Als da waren das Debüt Infernal Decadence. Da war es noch so ein bisschen eine schröppelige, aber sehr beeindruckende Black Metal Band, wo man gedacht hat, ups, da kommt was Neues auf uns zu. Die Vehemenz hat einfach reingekracht, mit der die Band in die Spur gegangen ist. Das war so eine ernsthafte, satanische Dunkelheit und das war so rausgedrückt. Und also das ging so richtig in die Fresse, ohne dass es so auf Klischees rumgeritten ist. Also man sieht schon auch so die leicht veränderte Art der Symbolik, so ein bisschen geheimnisvoll, aber nicht zu übertrieben. Also eine Hammerplatte gewesen, sehr überraschend damals. Der Zweitling Diabolical Thirst war dann so der Bringer. Also das ist so bissig und giftig. Die Produktion ist auch so auf der Kante zwischen diesem rohen, bösen und aber trotzdem schon so ein bisschen ja, wie guter Thrash produziert, rasiert einen komplett weg. Waren dann auch nicht mehr auf Vendetta, sondern Profound Law Records gelandet, kanadische Band übrigens. Diabolical Thirst ist vor 2 Jahren auf so ziemlich jeder besten Liste des Black Metal mitgelandet am Jahresende. Deswegen natürlich gepreordert die neue von Spectral Wound, Songs of Blood and Mire. Und ich muss sagen, ich bin dezent enttäuscht. Die ist mir zu lustig, zu happy. Also die Vehemenz ist noch da, die ganze Anmutung ist auch toll. Schönes Artwork mit so einem Heftchen drin. Ich habe mir bei. Die wird auch mittlerweile über Evil Greed vertrieben. Das ist immer so ein Zeichen, dass es aufwärts geht. Die blutrote Erstauflage. Aber nee, so 100% bin ich nicht bei der Band. Ich habe mir die Platte jetzt wirklich mehrfach gegeben, weil ich unbedingt wollte, dass ich sie geil finde. Aber es ist mir zu viel Dur tatsächlich. Die Riffs, also wer jetzt mehr die Trash-Kante mochte an der Band und mit so ganz simpel punkischen Tonika-dominante, subdominante Riffs was anfangen kann, dem dürfte das auch noch gefallen, weil, wie gesagt, die Gewalt haut immer noch voll in die Fresse. Da haben sie nichts verlernt. Die Songtitel versprechen dann so ein bisschen mehr, als sie dann halten, was so die Boshaftigkeit angeht. Horn Murdering oder A Coin Upon the Tongue, das ist so genau diese Art von Spiritualität, die sich nicht so genau festlegt, die ich im Black Metal eigentlich ziemlich geil finde, aber es ist dann zu gerade, zu. Bei den anderen Platten war das Prinzip ähnlich, aber dann war in den Songs immer noch so ein bisschen ein finsterer Twist drin. Dann sind die Riffs immer mal so auf irgendwelchen schrägen Mollakkorden rausgerutscht. Also da warst du so diese Mischung zwischen Geradlinigkeit und Mystifizierung. Finde ich bei der neuen fehlt das so ein bisschen. Also das, ja, zu lustig. Das passt irgendwie dann nicht so richtig zusammen. Also wie gesagt, wer so ganz geradlinigen, dreckigen Thrash mag und dann so blacken Thrash in die Richtung geht, der ist hier wahrscheinlich bestens aufgehoben. Also wer das nicht so im Black Metal gesehen hat, das Thema Spectral Wound, der könnte jetzt vielleicht eine Offenbarung erleben, weiß ich nicht. Wie gesagt, mir ist das einen Tacken zu freundlich, zu fröhlich, zu durlastig. Da fehlt mir die Dunkelheit. Tut mir leid. Kann eine ganze Menge, aber für mich nicht genug. Die neue Spectral Wound Songs of Blood and Mire.